Ja, herzlich willkommen zum Gemüsefan-Podcast und heute schaue ich mir den guten alten Tomate zusammen. Die Wahlwerbespots zur Europawahl. Hallo Tom. Hallo Arti, hallo junges Gemüse. Ja, ich freue mich. Es könnte spannend werden. Wir hatten das ja nämlich schon mal gemacht, Wahlwerbespots zu schauen für die Berlin-Wahl. Ich fand das sehr Genau. lustig, vor allem diese ganzen Kleinst- und Mini-Parteien, die Ja. sich da zur Wahl stellen. Von Partei der schulmedizinischen Verjüngungsforschung bis Tierschutz, irgendwas. Ja, das ist immer interessant, was es alles für Parteien gibt. Mir ist im Gedächtnis geblieben bei den kleinen Parteien, wo du gesagt hast, das ist so ein Saul Goodman-Werbespot. Also das, wie er so im Ja. heimischen US-TV nachts um drei läuft. Ja, teilweise schon. Fand ich sehr erfrischend damals, ja. Und ja, ich glaube, wir fangen sogar gleich mit einer Kleinstpartei an. Oder hast du die schon mal irgendwo wahrgenommen? Die Welche Partei, um welche geht's denn? V-Partei hoch drei. Ah, okay. Bevor wir hier loslegen, gibt es hier eine bestimmte Reihenfolge, in der wir die Clips schauen? Ich habe es wieder umgekehrt alphabetisch versucht, halbwegs Okay. einzufügen. Ja. Und deswegen sind wir jetzt beim Buchstaben V. V-Partei hoch 3. Also okay, dann schauen wir uns das mal Jo. Was ist das perfekte Frühstück? Etwas Gesundes? Süß oder deftig? Muss es schmecken oder sogar die Welt retten? Was es auch ist, du entscheidest. 20.000 Entscheidungen trifft jeder von uns am Tag. Hat das jemand gezählt? Naja, ganz egal, wofür du dich entscheidest. Ob du bei deiner Ernährung auf pflanzliches Essen setzt, dich nicht mit Tieren schmückst oder mit deinen Spaghetti echtes Land einsparst. Du bist informiert, du interessierst dich, du kümmerst dich, du rettest Leben. Dafür zahlst du gerne mehr, machst sogar den Umweg. Und deswegen hast du entschieden, dass Glyphosat im Essen endlich verboten wird. Das ist nicht so, no no. Aber zumindest hast du dafür gesorgt, dass Tiere Rechte bekommen. Auch nicht, nein. Wenigstens können sich dank dir Menschen gesundes bio-veganes Essen leisten. Ganz im Gegenteil. Ja, aber das ist doch wichtig. Das hat doch alles Konsequenzen für Menschen, Tiere und Natur. Für jeden von uns. Wenn du das nicht entscheidest, wer dann? Wer entscheidet, wer entscheidet? Ja, du. Du entscheidest, wer entscheidet. Du entscheidest, welche Bauern Subventionen bekommen. Du entscheidest, wen Ob du du den Raum verlässt, wenn du furzt. Was du zum Frühstück isst. Wen du küsst. Deine Zukunft. Du entscheidest, was sich verändert. Das ist die eine aus 20.000 Entscheidungen. Mit deiner Stimme machst du den Unterschied. V-Partei hoch 3. Wählen ab 16 Jahren auf der Wahlliste ganz unten. Es ist eine Okay. Wahl der Superlative. Machst du Die kurz zweitgrößte. Pause? Ja. Ja. Okay, es ist ja Autoplayern, ist ja egal. Genau. Ja, interessant. Ich fand den Spot echt gut gemacht, muss ich sagen. Jetzt rein von der Machart. Also jetzt inhaltlich ist es natürlich gar nicht meins. Aber von der Machart fand ich das geil. Und du? Ich musste mich erstmal reinfinden, tatsächlich. Es hat einen sehr überrumpelt. Ach so, okay. Den mach ich mal weg, den Mirko. Ja. Ich weiß noch nicht so richtig, was sie wollen, ehrlich gesagt. Aber gut, sie scheint so eine Ein-Themen-Vegetarier, Gott, Veganer-Vegetarismus-Bewegung zu sein. Ja, das ist so ein bisschen das Ding. Wozu sollte ich die wählen? Warum nicht die Grünen? Also, das frage ich mich auch. Aber so an sich fand ich den Spot halt, dass er sehr klug auf das Klientel abzielt, was die wahrscheinlich erreichen. Und zwar halt so die jungen Leute, die Großstädter. Also im Clip waren halt ausschließlich junge Leute zu sehen und es war alles irgendwie so hip aufgemacht Richtung Großstadt. Ja, du nimmst Umwege auf und du leistest dir das teure vegane Essen. Also es geht alles so in diesen, ich sag mal, diesen hippen, veganen Typen, der halt in seinem gentrifizierten Viertel lebt und sich cool vorkommt. Genau. Ich fand jetzt in der Rückschau, muss ich sagen, die Aufmachung ganz gut, dass sie erstmal sagen, ja, du bist doch voll am Entscheidung treffen und so weiter und so fort. Und dann so, ach übrigens, das stimmt alles gar nicht, das machen irgendwelche Hintermänner. Ja. Aber wir können das ändern, wenn du uns wählst. Das ist wenigstens das, was du machen kannst. Das war schon eigentlich sehr sympathisch, weil so ist es ja wirklich. Also die EU ist halt ein gesichtsloser Koloss für den normalen Wähler. Ja, Mit das war aber ganz schön verdammt viel Macht. Ja, genau. basiert. Demokratieverdruss soll auf sein. Ich glaube, den letzten Schritt gehen sie nicht mit, aber. Nee, ich glaube ich auch nicht. Ja. Ja, ich glaube.
weiß nicht, die werden ihre 0,5% oder was man benötigt für die nächste Finanzierungsspritze irgendwie zusammenklauben. Und dann sehen wir die in 4, 5 Jahren wieder. Ja, wobei ich selbst das nicht weiß, ob die das erreichen. Also müsste ich jetzt nochmal gucken, aber ich glaube, sonstige sind ja weit unter 5% meines Wissens bei der Europawahl gewesen, oder? Ja, du brauchst ja keine 5%, weißt du? Ja, ja, nee, aber ich meine, alle sonstigen sind unter 5%. Da gibt es ja so viele Parteien. Aber gut, ich habe das jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf, wie es letzte Mal war. Ja, ich frage mich gerade, ob diese ganzen Hipster-Veganer sozusagen die Grünen wählen oder ob die mittlerweile sagen, okay, das war ein Reinfall, ich suche mir was Neues. Da bin ich mir unsicher. Ja, vielleicht, ja, das wird schon der Grund sein, wie du sagst, dass denen irgendwie da bestimmte Themen an der grünen Partei nicht gefallen. Oder es ist halt so ein klassisches Ding, naja, wir versuchen die Grünen noch weiter nach links zu verschieben oder in das Vegane. Die sind vielleicht nur vegetarisch, aber noch nicht vegan genug, bla bla bla. Da hast du halt noch so eine Partei daneben. Du meinst, die müssen sich auch die V3-Partei muss sich irgendwann umbenennen und das Vegetarier rausstreichen aus ihren Namen. Achso, V3 steht für. Achso, natürlich, das habe ich gar nicht bedacht. Ich habe jetzt irgendwie nur mit vegan gerechnet. Aber du hast vegan, recht, das wird ja wohl vegetarisch und das dritte habe ich vergessen. Was ist ja, mir? Für sowas wird das stehen. Alles klar, alles klar. Na gut, bevor wir uns weiter verquatschen, gehen wir zum nächsten V. Ich glaube, wir haben ja nämlich noch einige Tabs hier. Ah, kann gar nicht sein. So, dann gehen wir mal zu Volt. Von denen hört man ja immer wieder ein bisschen was zumindest. Also, die haben auch einige Plakate hier hängen. So. Feuer frei. Ich glaube, ganz viele von uns fühlen sich im Moment in dieser Welt total unsicher. Meine SchülerInnen fragen mich immer wieder, ey, wir haben doch gerade die Klimakrise. Und warum tun sie nichts dagegen? Es läuft hier in eine Richtung, wo nicht mehr selbstverständlich ist, dass beispielsweise meine Tochter in Zukunft mehr Rechte hat als ich. Ich habe es lange nicht ertragen können, wie Probleme bekannt sind und Lösungen verschleppt werden. Wir können jetzt nicht mehr länger zuschauen. Wir müssen uns jetzt engagieren, weil wir einfach in einer Situation sind, wo wir dringend was tun müssen. Warum fangen wir nicht an, die Potenziale, die wir haben, auch europäisch zu denken, zu planen und umzusetzen? Und diese Fragen zu beantworten, haben mich irgendwann dahin gebracht, dass ich gesagt habe, ey, ich gehe los, ich mache das jetzt. Weil wir brauchen mutige Politik. Wir schauen uns an, was in der Wissenschaft passiert, was nach allen Erkenntnissen das Beste ist und genau danach wollen wir uns richten. Insgesamt möchte ich, dass vor allen Dingen junge Menschen mit einem positiven Blick in die Zukunft gucken. Ich möchte etwas bewegen. Es muss jetzt etwas passieren. Ich habe genau das Gefühl, ich stehe genau in den Startlöchern, um mit den ganzen Menschen genau jetzt loszugehen. Und wirklich die Art und Weise, Politik als was Positives zu begreifen. Wir müssen genau das, was auf der Straße eigentlich an Druck entsteht, in die Parlamente tragen. Weil wir sind gemeinsam immer stärker als alleine. Das ist Volts Angebot, zu sagen, lass uns doch einfach mal zusammen hinsetzen und gemeinsam eine bessere Zukunft bauen. Und die kann nur eine europäische Zukunft sein. Boah, war das ein schlimmer Werbespot. Den habe ich echt gefressen, weil das war jetzt so viel Blabla. Also es ging ja überhaupt nicht darum, was die machen wollen. Außer ein Thema habe ich hier mitgekriegt, Klima. Klima wurde zweimal erwähnt. Und die Wissenschaft. Sonst war das übelst allgemein gehaltenes Blabla. Ja. Also, boah, das. Und auch da wieder, warum brauche ich diese Partei, wenn ich die Grünen habe? Also, ernsthaft, ich bin kein Grünen-Wähler, deswegen frage ich mich, welcher Typ sollte die wählen? Ich meine, die machen doch dasselbe wie die Grünen offensichtlich. Na, die Grünen haben sich ja von der Wissenschaft losgelöst. Oder so ähnlich. Ja, ganz bestimmt, ja, ja. Also, ich musste sogar richtig lachen, als ich diese Demo da gesehen habe, unter freiem Himmel und alle mit der Maske auf. Ne? Ja. Und dann kam dahinter gleich dieser Spruch, nach wissenschaftlichen Erkenntnissen wollen wir handeln. Ja, genau, stimmt. Also wir können alle erahnen, was für eine Art Wissenschaft es sein wird. Und natürlich auch die Trans- und EU-Flagge, also ihr seid überhaupt nicht am Mitschwimmen im Mainstream, ihr seid jetzt richtig unabhängig. Und stimmt, gut erkannt, diese Schwulenflagge. Ja, also nochmal, das ist ja völlig, das ist einfach die Grünen. Die Grünen in Lila. Ja. Also ich verstehe das nicht. Ja, also, wie du schon sagst, super schwammig. Ich wüsste nicht, was ich mit denen auch nur irgendwie anfangen soll. Wirklich schwach. Okay. Nächstes. Jetzt gibt's konkrete Themen, pass auf. Ja.
Hey, deine Briefwahlunterlagen sind da. Hä? Ihre? Ja, in diesem Jahr kann man doch schon ab 16 wählen. Bei den Nachrichten weiß man eh nicht mehr, wen man wählen soll. Für eine ökologische und pflanzenbasierte Agrarreform. Hallo, kennst du schon die Partei Mensch und Tierschutz? Wir haben heute einen Infostand hier, du kannst gerne mal mitkommen. Wusstet ihr, dass 80% des EU-Agrarhaushaltes alleine in die industrielle Massentierhaltung fließen? Das ist ein Bereich, der für 30% der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich ist. Deswegen treten wir bei der Europawahl an, um eine Welt zu erschaffen, in der Respekt und Toleranz für alle Lebewesen gilt. Weißt du noch nicht, wen du wählen wirst? Oh, Tierschutzpartei. Die wähle ich auch immer. Ja, die ist cool. Die setzt sich sowohl für die Menschen als auch für die Tiere ein. Und die Umwelt. Die hatte ich auch schon auf dem Schirm. Oh Gott. Völlig ungestellter Dialog. Geil. Oh, das ist unfassbar. Das Logo ist auch noch so regenbogenfarben. Also... wir haben jetzt schon den dritten grünen Werbespot gesehen. Was soll das? Wie viele grüne Parteien gibt's hier? Ja, ja. Auch wieder diese Muster, die wir sonst immer hier schon bei anderen kennen. Ich gehe mal ganz kurz auf dieses eine Bild zurück hier. Die lackierten Fingernägel beim Typen. Ach du Scheiße, stimmt. Ja, ja. Und sie ist halt wie so ein Fan-Crew, die eine neue Lieblingsband entdeckt hat und dann so übelst alles stalkt, was die machen und einsaugt. Ja, ja, wie die Augen geleuchtet haben, ja, als ihr dieser Flyer übergeben wurde. Was? Partei Mensch Umwelt T-Shirts? Das ist aber toll. Und die Oma vor allem, ja, die will ich auch immer, ja, bestimmt. Oh Gott. Und der Vater, den haben sie als so richtig kontroversen Boomer dargestellt, weil er so ganz harte Sachen sagt. Ja, weil er schön schmatzt beim Essen und Fleisch ist. Genau. Ja, ja, naja. Also ich meine, gut, es war immerhin ein bisschen informativ. Also, die haben ja ein paar Sachen gesagt. Ja, das muss ich schon sagen. Ja, das gebe ich denen. Auch also, ja, schlecht die... gemacht war auch nicht, das Spot. War halt ein bisschen zugestellt. Also, ja, ja. Aber so im Großen und Ganzen für so eine kleine Partei okay, würde ich sagen. Ja, sehe ich auch so. So, aber einmal Tierschutz reicht uns nicht. Es gibt hier noch das Original, leider nur mit dem von 2019, aber... Kommt jetzt hier nur noch Tierschutz? Und Veganismus, das ist ja völlig irre. Okay. Da konnten die sich keinen Sprecher leisten. Das ist so schlecht. Das ist so schlecht, wie diese Hand diese Sachen reinschiebt. Okay, ja, schön. Geil. Also das war übrigens so, Holger, Klasse 11, mit seiner PowerPoint-Präsentation. Ja, das war so geil, dass vor allem diese Hand mit den weit von sich gestreckten Fingern, die dort diese Sachen immer gleich rumschiebt, das sah alles so scheiße aus. Oh Gott, und die konnten sich einfach keinen Sprecher leisten. Ich glaube, die haben sich diesmal nicht mal den Werbespot leisten können, weil wie gesagt, das ist ja von vor 5 Jahren. Ich habe nichts Aktuelleres gefunden. Ah, okay. Aber ich dachte mir, bei so einer Tierschutzpartei, was soll sich in 5 Jahren da ändern? Aber gut. Ich habe mich nur gefragt, wieso zur Hölle gibt es zweimal die Partei Tierschutz, weißt du? Also, ich vermute, das hat irgendwelche persönlichen Gründe, dass wahrscheinlich
Die einen Leute waren mal Mitglieder einer anderen Partei und haben sich dann selber was ausgegründet, wegen persönlichen Klüngeleien und Anfeindungen. So ist es ja leider oft bei Parteien, dass die sich halt auch viel in persönlichen Klein-Klein bekriegen. Und dann geht es halt mal schnell. Werteunion-Style, okay. Ja, ja, nicht. Ja, Werteunion, denen geht es ja schon um ein Thema. Ich meine jetzt wirklich persönlich. Ich hatte eher gedacht an zum Beispiel Bündnis Pax Europa oder so, dass es halt dann einzelne Leute gibt im Vorstand, die mit den anderen nicht können und dann sagen sie, ich mache jetzt hier meine eigene Tierschutzpartei mit Blackjack und Nutten. Und das ist dann halt Tierschutz hier. Also ich dachte, die Werteunion wäre jetzt auch mehr oder weniger dran gescheitert, weil die zwei großen Zugpferde doch da raus sind irgendwie wegen... Ach so, das hast du gemeint. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber gegründet wurde die Partei ja tatsächlich wegen thematischen Motiven. Klar. Und hier würde ich jetzt einfach nur vermuten, dass es halt zwei Parteien gibt wegen persönlichen Angelegenheiten. Anders kann ich es mir nicht erklären. Aber gut. So, genug Tierschutz. Vielleicht kommt jetzt mal langsam Kommunismus oder so. Oh ja, wirklich, es kommt Kommunismus. SGP, Sozialistische Gleichheitspartei, okay. Nie zuvor war die Gefahr eines Dritten Weltkriegs so groß wie heute. Atomkrieg wird normalisiert. Völkermord wird normalisiert. Die schreiende soziale Ungleichheit und Faschismus werden normalisiert. 80 Jahre nach den Nazi-Verbrechen soll Deutschland wieder kriegstüchtig werden. Dazu wird das Geld für Gesundheit, Bildung und Wohnen zusammengestrichen. Die ganze Gesellschaft bis in die Schulen hinein militarisiert. Wir treten diesem Wahnsinn entgegen. Denn sonst drohen Verhältnisse wie in Gaza auf der ganzen Welt. Wir lassen uns von der Kriegspropaganda und den Polizeistaatsmaßnahmen nicht einschüchtern. Es geht bei den Kriegen in Gaza und in der Ukraine nicht um Frieden und Freiheit und erst recht nicht um den Schutz jüdischen Lebens, sondern einzig und allein um Wirtschaftsinteressen. Kampf gegen Krieg bedeutet Kampf gegen Kapitalismus. Wir setzen dem wachsenden Nationalismus die internationale Einheit der Arbeiter und ein sozialistisches Programm entgegen. Die Bedürfnisse der Menschen stehen höher als die Profite der Reichen. Die großen Banken und Konzerne müssen enteignet und unter demokratische Kontrolle gestellt werden. Stoppt den Völkermord in Gaza. Stimmt gegen Krieg. Wählt SGP. Demokratische Betriebe. Ich glaube, also das ist ja Erwins Partei. Also ich finde den Namen der Partei halt richtig gruselig. Die Sozialistische Gleichheitspartei. Also da denkt man halt wirklich irgendwie an Kommunismus so, dass alle gleich gemacht werden und das Gleiche haben und keiner hat mehr irgendwie eigenes Vermögen. Aber gut, vielleicht lege ich den da. Also damit. Also. Ja, vielleicht lege ich den da jetzt was in den Mund, aber irgendwie der Name, der erweckt bei mir irgendwie sehr ungute Ideen. So, jedenfalls zum Spot an sich. Ich fand das eigentlich ganz geil, dass sie sich hier auf ein Thema beschränkt haben. Und zwar dieses Militarismus-Thema, weil das so ein Thema ist, was gefühlt gar keine andere Partei so krass in den Vordergrund legt. Also zum Beispiel, klar, die AfD ist auch gegen Krieg, hat auch viele Plakate hängen, zum Beispiel hier in Dresden, auf denen steht einfach nur Frieden, solche Sachen. Ja. Aber da von der AfD würde man jetzt auch nicht so einen Spot sehen, der sich generell mit dem Thema Krieg beschäftigt. Und vor allem fand ich das hier durchaus interessant gedacht, dass es auch so ein bisschen um das ganze Thema Geopolitik hier ging, dass es halt bei all diesen Kriegen, wie der Enes meinte, um Wirtschaftsinteressen geht. Und das würde ich ein Stück weit unterschreiben. Also zumindest gerade bei der Ukraine-Russland-Situation. Bei dem jetzigen Israel-Ding da weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Also da würde ich sagen, das sind jetzt nicht primär irgendwelche Wirtschaftsinteressen im Vordergrund. Ja, würde ich auch so sehen, dass das nicht primär an der Wirtschaft liegt, ja. Aber immer trotzdem interessant, mal so eine Analyse zu sehen. Fand ich gut. Ich meine, Sie haben noch ganz kurz die soziale Frage angeschnitten. Ja. Aber auch halt in Verbindung mit dem Militärkomplex, dass halt alles, was irgendwie noch sich Sozialstaat schimpft, zusammengestrichen wird für den Militärapparat. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob das so eins zu eins zusammenhängt. Ich finde, das kann man so nicht ganz sehen. Also, weil wir verschulden uns ja einfach immer weiter. Also, das Ding, das Geld fürs Militär, das wird ja irgendwie nicht an anderer Stelle eingespart so richtig, sondern das wird einfach genommen und verschulden.
erzeugt. Also wir haben ja jetzt diesen Verfassungsbruch gesehen von der Regierung, die dann halt irgendwelche Notgroschen halt umfunktioniert, die eigentlich für Corona gedacht waren, dann so neue Schulden rechtfertigt. Ich mag diesen Begriff Sondervermögen für die Bundeswehr, diese 100 Milliarden, also das ist ja einfach nur, man nennt es nicht mehr Schulden, ne? Ja, genau. Und dann, man framet es schön positiv zu Sondervermögen. Genau. Und da frage ich mich schon durchaus, kann man jetzt wirklich sagen, dass an anderen Stellen so krass gespart wird? Also hätte ich jetzt nicht so im Blick, zumal die Ausgaben ja auch immer weiter steigen, vor allem wegen dem Thema Migration. Mhm. Und das Thema Migration, dem stehen die ja wahrscheinlich sehr positiv gegenüber, weil jetzt waren zum Beispiel in dem Spot, war von Nationalismus die Rede und vom bösen Faschismus, der wieder kommt, und da wurde der Björn Höcke gezeigt. Und gleich also, darauf Hitler, ja, ja. Ja, ja, also so das ganz typische linke Hitler-Meme wurde hier ausgepackt. Von daher, ja, von der Partei ist inhaltlich wenig zu erwarten. Ja, aber der Geopolitikpunkt, der war immerhin schon mal ein Alleinstellungsmerkmal bisher. Genau, genau. So. Gut. Jetzt haben wir die SPD, das Original. Die alte Tante SPD. Schauen wir mal. In einer Zeit, in der Bedrohungen in vielen Feldern lauern, braucht es Entscheiderinnen und Entscheider, die beim ersten Zug schon an den Übernächsten denken. Große Entscheidungen über sichere Jobs und mehr Gerechtigkeit brauchen Handelnde, die sich durch nichts und niemanden aus der Ruhe bringen lassen, die das große Ganze im Blick haben und Kompromisse finden, weil sie mit ihrer Erfahrung und Kompetenz wissen, dass es das Richtige ist. In einer Zeit, in der so viel auf dem Spiel steht, braucht unser Land keinen Populismus, sondern wohlüberlegte Entscheidungen, damit Deutschland und Europa gewinnen. Wir sind Europapartei, Kanzlerpartei. Und mit dir sind wir Deutschlands stärkste Stimmen für Europa. Ich will, dass Deutschland mit Katharina Barley weiter eine starke Stimme in Europa hat. Nutze deine Stimme am 9. Juni und wähle Frieden und Sicherheit, Gerechtigkeit und Zusammenhalt. SPD. Soziale Politik für dich. Oh Gott, den Spot fand ich irgendwie eklig. Einfach wieder losging die ganze Zeit. Ja, wir brauchen Experten, Leute, die klug entscheiden und so weiter in die Zukunft denken können. Also es war so übelste Selbstbeweihräucherung, hatte ich das Gefühl. Von wegen, wir sind so klug, viel klüger als du, einfacher Bürger. Aber wir sind die Elite. Wählt uns. Also das hatte für mich wirklich so einen Adelston. Vielleicht habe ich da was in den falschen Hals bekommen, aber das hat mir so widerstrebt. Also ich mag ja Schach, aber es hat mich trotzdem nicht wirklich abgeholt, der ganze Spot. Also schon dieses ganze Feiglingsgendern war richtig nervig. Wir brauchen Handelnde. Also als die SPD noch Kampfgeist hatte, hätte sie gesagt, wir brauchen Macher oder irgend sowas, ne? Aber keine Händler. Und auch hier wieder das Einzige, also es wurde doch gar kein Thema genannt konkret, nicht mal eins. Also wir haben doch bei den anderen Spots gesehen, selbst von kleineren Parteien, in einer Minute kann man durchaus schon ein paar Themen bringen. Da braucht man nicht so allgemeines Blabla hier an Tag legen. Aber ganz ehrlich, ich denke wahrscheinlich, das ist sogar die Strategie der SPD, genauso wie es der CDU ist, generell der großen Parteien, genau. Dass man gar nicht so sehr auf Team geht, sondern einfach auf Personen und sich so wenig angreifbar macht, so nach dem Motto, naja, wir sind ja bekannt und die Rentner wählen uns ja sowieso. Und das ist das Problem, wenn du eine Volkspartei sein willst, dann kannst du halt nicht irgendwelche großen Standpunkte vertreten, weil du dann immer irgendwo aneckst. Also musst du so im Nebulösen bleiben und so ein Gefühl vermitteln. Aber genau. Was hat denn, also hat das irgendwas in dir ausgelöst, dieser Spot? Nee, gar nicht. Zumal, also die haben ja jetzt damit geworben, wir sind Kanzlerpartei. Das wäre ein Argument, wenn der Kanzler halt irgendwie charismatisch wäre, wenn die Leute cool finden würden. Aber ganz oder wenn es gerade aufwärts gehen würde irgendwie. Ja, aber ich glaube nicht mal viele SPDler finden Olaf Scholz jetzt irgendwie interessant, charismatisch, spannend. Mhm. Also der ist doch austauschbar wie nichts, meiner Meinung nach. Also wenn da jetzt die Katharina Barley zum Beispiel Kanzler wäre oder irgendjemand anders würde gar keinen Unterschied machen. Mhm. Aber er ist mutig, er trägt keine Krawatte. Also er ist schon, weißt du, er ist nah am Arbeitertyp. Ja. Wow. Ja. Das sieht nicht gut aus, SPD. Gut, jetzt kommt. So, jetzt kehrt Vernunft ein. Okay, schön. Wenn die Vernunft ins EU-Parlament einzieht, dann gilt Selbstbestimmung geht vor Mitbestimmung. Das verstehen wir unter Freiheit und Demokratie. Können Sie
Sie sich eine vernünftige EU vorstellen? Eine EU ohne Lobbyismus, Korruption, Geldverschwendung, Inflation und Klimareligion? Eine EU, die sich nicht in die Angelegenheiten ihrer Mitmenschen einmischt? Wir werden uns für alles einsetzen, was die Freiheit der Bürger in der Europäischen Union unterstützt. Das heißt, wir werden keinen digitalen Euro unterstützen und wir werden die Zensur im Internet und in den sozialen Medien bekämpfen. Jegliche Eingriffe in das Privatleben unter dem Vorwand des Klimawandels werden wir versuchen zu verhindern. Klimapolitik? Alles wird teurer. Vernünftiges Wirtschaften? Unmöglich. Stoppen CO2-Einsparungen den Klimawandel? Das ist nicht belegt. Frieden und offene Grenzen werden mit Verträgen erreicht. Die EU-Bürokratie ist dafür nur hinderlich. Daher fordern wir den Dexit. Mehr Freiheit für alle EU-Bürger, weniger EU, mehr du. Komm zur Vernunft. Wähle am 9. Juni die Partei der Vernunft. Also hat mich unironisch abgeholt. Scheiße. Ja, die Themen, die die machen, sind natürlich geil, weil es durch die Bank AfD-Themen sind. Also die vertreten jetzt zumindest in allen Themen, die sie jetzt hier gebracht haben, AfD-Standpunkte. Ja. Ich frage mich nur, warum sollte ich halt die wählen statt die AfD? Weil diese Partei, man muss halt leider so sagen, da fehlt jetzt hier ein bisschen so die charismatische Figur. Also gerade die letzten zwei Leute konnten ja nicht mal richtig akzentfrei Deutsch. Der zweite mit seinem Topfhaarschnitt wie die Beatles in den 60ern war jetzt, und der Zahnlücke war jetzt auch nicht so das Aushängeschild. Aber die bleiben im Gedächtnis zumindest als Unikate. Ja, das schon. Also thematisch geil, auch ich fand den Spot nett, aber naja, auch da wieder, ich frage mich so ein bisschen, warum. Warum macht man sowas, warum geht man nicht in die AfD? Hat das vielleicht ein bisschen was mit Feigheit zu tun? Oder ist es wieder so persönliches Geklüngel, man will halt nicht mit dem und dem, weil mit dem war man mal irgendwie in einer Partei oder befreundet und das hat nicht geklappt und pipapo. Ja, wahrscheinlich, weil für diese Leute die AfD zu verbrannt ist. Wahrscheinlich. Aber das ist halt dann feige. Ja. Ich meine, wenn es die AfD nicht gäbe, angenommen die Partei der Vernunft, würde jetzt alleine das jetzt so Feld die oppositionelle Partei genau im Bundestag, dann würde doch genau dasselbe passieren. Also es würde doch noch und nöcher irgendwelche bösen Zeitungsartikel über die Partei der Vernunft geben und Erklagen hier und da links und rechts wegen Volksverhetzung. Wie sie in den 80ern hängen geblieben sind, das sieht man schon an ihren Trenchcoats und ja, also die Artikel würden da runterrasseln, klar. Schon allein, weil sie ja den Klimawandel so irgendwie bezweifeln, wie es ausschaut. Ne? Oder zumindest den CO2-Einfluss oder die Korrelation dazwischen. Ja. Also die wären ganz schnell auch verbrannt geschrieben worden. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Das ist vielleicht wieder so eine U-Boot-Partei. Vielleicht. Naja. So. Was kommt denn jetzt? Jetzt kommt deine Lieblingspartei. Oh ja. Von der habe ich halt Plakate gesehen. Die Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung. Ich bin sehr gespannt. Machen wir los. Altern ist die Haupttodesursache weltweit. Schränkst du nicht ein. Keine Regeln, kein Spaß. Hopp, hopp. Spiel. Der altersbedingte Tod ist technisch lösbar. Und Menschen können tausende Jahre lang gesund leben. Die Technologie dafür steht in den Startlöchern. Und wir auch. Wir stehen für Wissenschaft, Fortschritt, Selbstbestimmung, Rationalität, das schiere Leben. Wir wollen dein Leben retten. Wähle uns. Die Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung. Bei der Europawahl 2024. Also ein schöner Sketch irgendwie.
Ja, also es ist irgendwie ein bisschen wie so ein Wochenshow-Beitrag früher. Ja. Also ja, wie so ein Sketch, wie so ein kleiner Sketch. Ich fand's lustig, wir wollen dein Leben retten und im nächsten Spot siehst du, wie halt der Tod erwürgt wird. Ja, genau. Wie es auf den eingeklappt wird und alles. Oh Gott. Ja, da fragt man sich ernsthaft, wie ernst den Leuten das ist irgendwie mit dieser Partei. Ob also, das irgendwie so ein Spaßprojekt ist, ich weiß nicht so richtig. Genau, ich hatte jetzt auch die ganze Zeit so das Gefühl, es ist so wie so ein Die Partei-Spot irgendwie. Ja, so ein bisschen, so ein bisschen, genau. Ich hatte die beim letzten Mal seriöser in Erinnerung. Gab es die schon letztes Mal? Ja klar, hier bei der Berlin-Wahl. Ach so, wirklich? Ja. Da war auch dieser Schauspieler, der den Tod macht, in derselben Montoda irgendwie da und ja. Ah, ja, stimmt. Das war auch so ein richtig geiler Spot. Ja, ich erinnere mich. Schön, der vergessen, aber der war auch legendär. Also die Partei, die macht lustige Spots. Das gebe ich denen. Deswegen, die soll auf sein. Ja, die soll ihre 0,2% oder was man für Parteifinanzierung braucht, kriegen. Ja, bitte. Auch wenn sie hier, wie ich finde, mit diesem, dass ich das Schulmedizinische so betone, da werden die ganzen ESO-Leute natürlich davonrennen, ne? Ja, eben. Und das sind ja die vielleicht tendenziell eher sich dazu hingezogen fühlen, zu dem Thema. Also man hätte sich auch einfach für Partei für medizinische Verjüngungsforschung und fertig. Oder einfach nur Verjüngungsforschung. Oder Partei für Verjüngung. Ja. Die Highlander-Partei. Naja, gut. Die Highlander-Partei, ja. Ja, bitte. Geil. Okay, was kommt denn jetzt? Jetzt vielleicht mal wieder was Ernsthaftes? PDF. Okay, das ist bei mir ein Dateiformat. Partei des Fortschritts. Peter, was bist du so positiv gestimmt? 9.6. ist Europawahl. Wen willst du da wählen? Ach, ganz klar, die PDF. Partei des Fortschritts. Mal Feierabend, ne? Ja klar, lieb, schön mal was, Jod. Bis morgen. Hey Girls, was geht ab? Hi, na ihr? Dankeschön. Wir haben eben alle den Manomaten gemacht. Ja, was kam euch raus? Wir hatten einfach alle die PDF ganz oben. Ja, die Partei des Fortschritts? Ja. Was, ich auch. Ja. Ich will die PDF. Du auch? Ja gut, also Acrobat wieder installieren und dann geht es hier dann. Deine Stimme für PDF. Ja. Oh Gott. Ich frage mich jetzt ernsthaft bei dem Spot, es kamen jetzt hier, sag ich mal, so 10 Leute vor. 4 in der Kneipe oder 5 mit dem Mädel. Ja. Dann nochmal 4, 5 die Mädels, wo die sprechen. Ich frage mich, wie viele von den Leuten tatsächlich diese Partei wählen und wie viele halt einfach nur Kumpels sind, die da mitmachen. Also ich würde mal schätzen, selbst die eine, die das Handy in die Hand, in die Luft da gehalten hat, dass die vielleicht da nicht mal Mitglied ist in dieser Partei. Dass es vom Papa so ein Projekt ist und. Ja, irgendwie schon. Also gerade dieser Typ am Anfang, der in der Kneipe, dieser dicke Typ, ja, natürlich wähle ich die PDF, das kam halt sowas so unauthentisch. Also, dass denen das einfach einer gesagt hat, ja komm, spiel das mal hier so und so. Und am Ende wählt er halt, was ich, SPD, Linke, keine Ahnung. Ich meine. Ich habe fast gedacht, als die hier gesagt haben, wir haben alle den Wahl-O-Mat gemacht und was habt ihr raus, AfD? Das wäre irgendwie lustig gekommen. Ja, ja. Oh, das kannst du nicht machen. Wähl also PDF. Ich meine, ich habe immer noch keine Ahnung, was zur Hölle wollen die? Ja, eben. Und das wäre doch mal eine schöne Herausforderung, beim Wahl-O-Maten zu versuchen, diese Partei zu bekommen, sozusagen, weißt du? Ganz oben. Ja, du musst dir selber ausdenken, was muss ich wohl dafür ankreuzen, um die PDF zu bekommen. Was werden wohl ihre Inhalte sein? Ja, inhaltlich war das wirklich absolut schwach. Also so kann man auch nicht gewählt werden. Ja, da kannst du auch die Stimme wegschmeißen. Also, ja, das ist absolut nutzlos. So, wir haben diese ganzen PD-irgendwas vor uns. Oh ja. So, jetzt haben wir die Partei der Humanisten, glaube ich. Denkst du nicht auch, da geht noch mehr? Stell dir vor, was wäre, wenn wir Wohlstand schaffen und du dir deine Träume erfüllen kannst?
wenn wir das Klima so schützen, dass du auf einem gesunden Planeten alt und glücklich wirst und auch deine Kinder das noch können. Wenn wir Ordnung in Asylverfahren bringen, sodass Menschen Hilfe erhalten und wir europäische Werte schützen. Wenn wir die Digitalisierung nutzen, damit du deinen Alltag meistern kannst, ohne um deine Daten oder deine Arbeit fürchten zu müssen. Wenn wir so stark sind, dass kein Autokrat der Welt es wagt, uns anzugreifen. Wie soll das gehen? Wir sind die PDH, die Stimme des sozialliberalen Aufbruchs, die Politik neu denkt. Mit unserem neuen und einzigartigen Politikstil sorgen wir dafür, dass die Politik dir nützt. Denn wir setzen auf Fakten und Wissenschaft. Wir hören Experten zu und entwickeln mit ihnen Lösungen für die Herausforderungen unserer Zeit. Dann kannst du dich um dein Leben, deinen Job, deine Familie und deine Hobbys kümmern. Geh am 9. Juni wählen. Setze mit deiner Stimme ein Zeichen gegen den Stillstand und sorge für frischen Wind in Europa. Am 9. Juni PDH wählen. Boah, ich bin doch irgendwie geflasht. Was sagst du nur dazu? Also ich muss sagen, von der Machart war der Spot richtig gut fürs, vor allem für so eine kleine Partei, richtig, richtig gut. Das ja, inhaltlich. Und ich weiß, du wirst die wählen, weil die haben ja ganz kurz mal ein bisschen Quellcode eingeblendet da. Ja, natürlich will ich die deswegen. Also eigentlich sind es die Grünen auf Steroiden, dachte ich mir die ganze Zeit. Ich hätte vielleicht gedacht, so ein bisschen noch mit der FDP vielleicht vermengt, wegen diesem Thema Digitalisierung, was die hier so ranbringt. Ja, klar, aber das macht doch die, also das schreiben die Grünen sich auch auf die. Ach so, das habe ich so von denen nicht als großes Thema gehört. Das dachte ich, wäre immer so ein FDP-Ding. Okay, ja, dass das in der FDP mehr präsent ist, weil sie nichts Presses haben, ja, okay, ja. Das stimmt, ja. Ja, inhaltlich, ja, so ein bisschen, ich weiß gar nicht so richtig, wo das hier hinzieht. Also für mich war das. Ja, ist halt wieder eine von vielen linken Parteien, gerade hier mit dem Thema Asyl und ja es waren ja noch Frauen, die da geflüchtet sind. Ja, genau, ja. Genau. Also ist doch völlig klar, was man von denen migrationstechnisch erwarten könnte. Ja, deswegen, du hast zu recht, doch solche Parteien schon. Ist wahrscheinlich so ein Twitter-Wesen aus FDP und Grünen. Ich meine, sie haben sich auch so benannt, was war es, sozialliberal oder so? Irgendwie so hat sie sich positioniert. Ich hätte vielleicht sogar gesagt, eigentlich eine Mischung eher aus Linken und FDP. Aber gut, da können wir jetzt lange philosophieren. Ja. Scheißegal, ja. Partei an die Fleischtöpfe, genau. Die Piraten. Partei an die Fleischtöpfe. In den vergangenen 10 Jahren haben die Piraten hart gearbeitet, um eine transparente und digitale Zukunft für Europa zu gestalten. Alter, ChatGPT spricht diesen Satz ein. Patrick Breyer, ein erfahrener Pirat und digitaler Freiheitskämpfer, hat sich unermüdlich für unsere digitalen Rechte eingesetzt. Seine Arbeit hat dazu beigetragen, Datenschutzgesetze zu stärken und die Freiheit im Internet zu verteidigen. Ob Chatkontrolle, AI Act, Gesundheitsdatenraum oder Digital Services Act. In den Ausschüssen und Abstimmungen immer waren wir Piraten, mittendrin und konnten Vorschläge einbringen, kritisieren und gestalten. Zu dieser Europawahl treten 3 dynamische Spitzenkandidaten an. Sie bringen ihre Fachexpertise und Motivation mit und brennen für den Schutz unserer Freiheitsrechte. Für eine EU, die Innovation und Fortschritt fördert, ohne den Datenschutz zu gefährden. Für eine EU, in der wir BürgerInnen das Sagen haben. Für eine EU, die auf Transparenz und demokratischen Prinzipien aufbaut. Wir sind die digitalen Freiheitskämpfer. Wähle die Piratenpartei für eine transparente und digitale Zukunft Europas. So, die junge Frau hier, wo ist sie? Die mit den BürgerInnen, die hängt ja bei uns hier überall rum. Ach, wirklich? Tut sie das? Ja. Ach, das ist ja verrückt. Oder wie man das auch ausspricht. Ah, ja, stimmt. Mir war der Name, ich habe den schon mal gehört. Stimmt, dann war das auf den Plakaten hier. Interessant. Und diese Frau ist jetzt für mich das Aushängeschild, wie diese Piraten unterwandert sind. Ich habe mir dann mal so ein bisschen was von ihr angeschaut, tatsächlich. Ja.
begraben aus Gründen. Also sie gendert halt hart und unironisch und fährt halt wirklich diese ganzen Gender, Queer, Klimawandel, AfD und Konservative blöd prinzipiell Talking Points runter. Also bei der habe ich noch nie was gefunden mit hier irgendwas mit Digitalisierung und bessere Transparenz und sowas. Das gibt's bei der gar nicht. Also dieses, vielleicht noch bei den älteren Leuten, dass das so ein Ding ist, aber die Jüngeren sind halt alles U-Boote. Ja, das ist ja echt so die große Tragik der Piratenpartei. Die sind irgendwie ganz interessant gestartet. Und dann, ja, wie du sagst, wurde die unterwandert und ist jetzt einfach nur noch eine weitere hart linke Partei, also die sich in den thematisch gesellschaftlichen Punkten gar nicht von Linken oder Grünen unterscheidet. Also die wird auch sagen, Asyl soll auf sein, Migration und so weiter. Und genau, vor allem das ganze Queer-Thema, was du jetzt hier angeschnitten hast. Deswegen, ich kann davon nur abraten. Sie haben den Beschluss zum Oben ohne Baden für alle Geschlechter durchgebracht. Wow, wirklich. Typisches, klassisches Piraten-Kern-Thema. Ja, ja. Oh, Gottes Willen. Ja. Also ich müsste jetzt überlegen, wen sollte man wählen, wenn man wirklich so auf dieses, dass sich die EU aus dem gläsernen Bürger raushalten soll, wen soll man da sinnvollerweise wählen? Also, die sind es halt nicht. Aus dem, naja, ich hätte gesagt AfD, die sind ja auch immer für die persönliche Freiheit des Einzelnen. Ja, gut, die sagen das halt nicht so bezogen auf diese ganze digitale Ebene so konkret, das stimmt. Ja, das Ding ist, weil die AfD ja auch viele andere spannende Themen hat, die einfach irgendwie für die Mehrheit spannender sind und anziehender als jetzt das Thema Datenschutz. Das ist jetzt nun mal ein trockenes Thema. Also du kannst 9 von 10 Leuten einfach nur den Begriff Datenschutz sagen und die werden sagen, Also die wollen sich gar nicht mit sowas befassen. Oder generell mit Thema Daten, Digitalisierung. Das ist jetzt kein Thema einfach, was viele Leute so in ihrem täglichen Erleben, was denen wichtig ist. Migration zum Beispiel schon. Ja, das Letzte, das was Richtung Datenschutz durchgesetzt wurde, was kontraproduktiv war, weil ja, du besuchst eine neue Website und musst erstmal diese Cookie-Einverständniserklärung jedes Mal klicken. Das ist ja. Das ist ja. Danke EU. Wobei du hast halt immerhin die Wahl, mit den Cookies die abzulehnen. Yay. Das ist doch schön. Na, aber sag mal, war das wirklich so eine KI-Stimme? Ja, natürlich. Das war jetzt so eine Text-to-Speech-Stimme. Also nicht mal eine KI-Stimme, das war so eine Text-to-Speech-Stimme. Und ich denke mal, das war absichtlich so gemacht, weil die halt so digital sind, dass man das irgendwie merkt. Ja, komm, nehmen hier Computerstimmen. Also die KI-Stimmen, die man nehmen kann, das hast du ja selber schon gehört, die sprechen schon so gut, die können auch wie Joe Biden oder der Drachenlord klingen und das merkt man nicht unbedingt, also die haben schon hier bewusst eine wirklich altmodische Text-to-Speech-Stimme genommen. Okay. Na gut, machen wir die nächste? Ja, bitte, unbedingt. Ich bin ganz heiß. Die ÖDP, okay. ÖDP. Ist das ein schönes Leben? Mehr Stress, Frust, Druck, Müll, Dreck. Das ist kein schönes Leben. Mit der ÖDP wird es schön werden. Zeit. Gemeinsam. Natur. Gesund. Genug. Glück. Zufrieden. Schön. Nachhaltig. Zukunft. ÖDP, die Naturschutzpartei. Erstaunlich ehrlich. Ihre Stimme bei der Europawahl. Ich sag mal so, der fing gut an.
Ja, richtig gut. Also so dann, dieses Thema Beschleunigung, was die da aufgebracht haben. Also Hamsterrad, ja. Dieses im Hamsterrad sein. Ich dachte, es geht jetzt vielleicht Richtung Kapitalismus oder konsumkritisch sein, sowas. Und dann geht es halt am Ende Nachhaltigkeit, Naturschutz. Also das ganz abgedreht irgendwie für mich. Es ging ja dann schon letzten Endes darum, nur die Geschwindigkeit des Spots war so tröge. Also es hat mich ja fast zum Wegnicken gebracht, dann dieser zweite Part. Das war alles so, ja, kommt sollte das nächste ja bewusst so. Ich fand das tatsächlich sogar okay, muss ich sagen. Also als so tröge habe ich es jetzt gar nicht empfunden. Okay. Gut, na, wahrscheinlich, weil das so der Kontrast war zum Anfang. Aber, ja, ja, wahrscheinlich. Und ja, es war wahrscheinlich auch bewusst so gewählt, aber es war dann irgendwie zu viel des Guten. Ja, und vor allem war es nichtssagend in den ganzen Sekunden, wo die sagt, schön, Punkt, zufrieden, warten, gesund oder so, hätte man ja wirklich mal sagen können, was die konkret wollen. Also das einzige Thematische, was ich jetzt hier erfahren habe oder meine zu erfahren, ist halt irgendwie was mit PV-Anlagen, die ich da gesehen habe, und dann stand da nachhaltig. Und gut, die nennen sich Naturschutzpartei, also es wird halt auch um Klima und Tierschutz, Naturschutz, pipapo gehen. Aber was ist mit dem ganzen Rest? Genau, also man musste sich so zwischen den Zeilen zusammenklauben. Also in dem schnellen Part war ja auch mal so eine Geflügelverarbeitungsanlage kurz zu sehen. Stimmt, ja. Also gegen Massentierhaltung werden die dann auch sein, logischerweise. Ja. Solche Sachen, ja. Aber der Rest, ja, den muss man sich jetzt zusammenklauben. Aus Glück und Schön. Das war schon eher schwach. Ja, kein schönes Leben, wie es aussieht. So, oh Gott, jetzt was kommt denn jetzt? NLPD, na, die kennst du doch. Ja, jetzt wird's knirsch. Die marxistisch-leninistische Partei Deutschlands, auf geht er. Jawohl. Die EU, Leuchtfeuer der Demokratie und des Klimaschutzes? Von wegen. Ihre Politik wird von Monopolen diktiert. In Europa hat sich das Klima bereits um mehr als 2 Grad erwärmt. Zerstörungs- und Selbstzerstörungsprozesse stellen das Überleben in immer mehr Regionen in Frage. Vieles können wir nicht mehr rückgängig machen. Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen. Monopole und bürgerliche Parteien betreiben Greenwashing. Das Ergebnis ist kein Umweltschutz, sondern geschönte Bilanzen, Extraprofite und steigende Preise. Entweder der Kapitalismus stirbt oder die Mutter Erde. Die EU ist ein imperialistisches Machtbündnis und kämpft gegen andere um die Vorherrschaft auf der Welt. Ein dritter Weltkrieg. Alter. Statt Friedenspolitik, Hochrüstung. Statt menschenwürdiger Asylpolitik, Festung Europa und Abschiebetermin. Ja, die Arbeiterklasse ist so groß und international wie nie zuvor. Aber immer noch wird sie für die Profitinteressen einer winzigen Minderheit ausgebeutet und unterdrückt. Doch warum sollte das so bleiben? Wir brauchen weder die heutigen Regierungsparteien noch rechte Alternativen, die uns in den Faschismus führen. Wir sind für echten Sozialismus, mit dem wir Lehren gezogen haben aus seinem Verrat wie in der DDR. Er bedeutet Kreislauf und Planwirtschaft. Er basiert auf proletarischer Denkweise, also solidarisch, selbstlos, statt Karrierismus und Egoismus wie in der bürgerlichen Politik. Die Menschheit hat nach dem ersten Versuch zu fliegen nicht aufgegeben. Warum sollten wir das im Kampf um Befreiung tun? Am 9. Juni internationalistische Liste MLPD wählen. Oh Gottes Willen. Journalistische Liste MLPD. Uff. Um Gottes Willen. Also, die sind zumindest ehrlich. Ja, so. Also, Alter, das ist schon wirklich hardcore. Vor allem der eine Typ da mit Hammer und Sichel. Ich suche ihn gerade, ja. Mütze. Ja, also ja, richtig krass. Ja, der sieht aus wie so ein My Little Pony-Gucker. Er sieht aus wie hier George R. R. Martin, ne? Ja, stimmt. Ja, und vor allem der geilste Satz, das war sogar eben den der gebracht hat, glaube ich. Statt, wir wollen irgendwie menschenwürdige Asylpolitik statt Festung Europa. Ja, wenn es wenigstens so wäre, so ist es ja nicht. Also ich meine, wir lassen doch jeden rein. Ich verstehe gar nicht, warum man da, also was die da zu kritisieren haben. Die wollen genau, halt noch mehr. Die wollen wirklich alle hier reinkommen lassen. Ganz ehrlich. Ja. Ja klar, also der Endpunkt des Sozialismus ist ja global. Genau, da gibt also ja so Sinn. Eine globale Welt, wo es dann halt gar keine Grenzen mehr gibt, wo wirklich jeder überall hinreisen kann. Klar, das ist so die große Utopie von dem. Ja, boah, dieser, ich...
weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Der Spot hat mich so an Command & Conquer erinnert, an diese Zwischensequenzen. Ja! Ja, stimmt. Genosse, der Feind greift im Osten ja. an. Geben Sie sich hin und radieren Sie ja. ihn aus. Ja, genau so. Ja, wir schicken ihn Tanja mit, Commander. Ziehen Sie immer auf die Ölfässer. Keine Ahnung. Alter Schwede. Richtig geil. Ja, das ist so hier der dicke Kane gerade. Von der Bruderschaft von Not. Aber gut. Wir werden jetzt machen wir die Bruderschaft nicht matisch, ja? Ja. Die Nicht-C&C-Fans werden wir jetzt nerven. Ja, gut, kleiner Gegner. Wir haben ja unter uns immer gemungelt. Wie ist er nochmal? Scheiße, dieser Streamer. Der Erwin. Der Erwin, ja, der ist Kane. Das ist Kane, ja. Der Erwin, der sieht wirklich aus wie der Kane vom Command & Conquer. Oh Mann. Ja, gut. Ich fand aber die eine hier Stimme tatsächlich. Hier ist sie. Die letzte, also hier mit dem proletarischen ja. Größe. Die hat auch so ein Problempony, so ein linkes. Mhm. Also, dass denen nicht bewusst wird, dass die DDR noch 5-mal hochziehen können, dass die trotzdem jedes Mal den Bach runtergehen wird, weil ja. der menschliche Aspekt halt außen vor gelassen wird. Mhm. Ich weiß nicht, wie oft wollen die das noch probieren? Oft. Achso, na gut, sie sagen es ja, beim ersten Mal fliegen, was nicht geklappt hat, haben ja, wir auch weitergemacht. Ja, genau. Das erste Mal DDR hat noch nicht geklappt, da können wir es ja nochmal probieren. Stimmt, interessant, ja. Okay, diesmal klappt das ganz bestimmt. Diesmal ganz bestimmt, ja. Ah, die machen wir noch und dann machen wir, glaube ich, einen Cut. Ja, das wäre ganz gut. Frieden. Wir alle wollen Frieden. Was? Trotzdem steht er heute wieder auf dem Spiel. Ich frage mich, wie kann das sein? Haben wir denn wirklich nichts gelernt? Mein Name ist Dominik Lauer und ich möchte mit der menschlichen Welt ins Europaparlament, um einen neuen, großen Krieg zu verhindern. Aber was kann ich, was können wir schon tun? Um es mit den Worten des Dichters Rumi zu sagen. Früher war ich schlau und wollte die Welt verändern. Heute bin ich weise und verändere mich selbst. Als Menschen tragen wir das in die Welt hinaus, was in uns ist. Selbst Raubtiere sind nur dann gefährlich, wenn sie hungrig sind oder sich bedroht fühlen. Niemand unter uns müsste hungern oder kein Dach über dem Kopf haben. Die Welt ist reich. Reich genug, dass alle Menschen in Frieden und Sicherheit miteinander leben können. Manche Menschen jedoch können ihren Hals nicht voll genug bekommen. Gefährlicher als jedes Tier sind sie bereit, Krisen zu erzeugen, um sich selbst zu bereichern. Wie sehr sie dabei in Wirklichkeit verarmen, bemerken sie nicht. Ich und wir bei Menschliche Welt arbeiten mit gezielten Techniken ständig an uns, sodass wir auch in Krisen Frieden ausstrahlen. So können wir dem Wahnsinn ruhig und entschieden begegnen. Hilfreiche Techniken hierzu, wie die Meditation, verbreiten wir in persönlicher Anleitung. Kontaktieren Sie uns. Machen wir uns gemeinsam stark für den Frieden. Mit Ihrer Stimme, Menschliche Welt, am 9. Juni. Also das was am Anfang bezog sich nicht auf, es gibt Menschen, die Frieden wollen, sondern wo ist der Guru hin? Ja, ich erinnere mich, der Guru. Also ja, ihr könnt gerne nochmal den Spot zur Berlin-Wahl von dieser Partei schauen. Das war richtig lustig. Da gibt es nämlich so einen Guru, der hat auch diese orange Farbe, für die Partei steht. Und er hat so einen geilen orangen Turban an und so einen richtig wallenden Bart. Ja, der war cool. Oh, den Guru haben sie wegen kultureller Aneignung entfernt wahrscheinlich. Scheiße. Dada Madhuvidyananda heißt der. Ich bin gerade auf der Seite von denen. Es gibt ihn noch. Oh, okay, schön, schön. Ja, es gibt ihn noch. Er ist noch in der Partei. Der bietet einen kostenlosen Meditationskurs. 7 Schritte zur Selbsterkenntnis. Der ist nicht ins Nirvana. Nee, den gibt's noch. Der wurde nicht gegangen wahrscheinlich. Zumindest auf der Seite ist er noch. Ja gut, der Spot war halt sehr dröge, dass sich da wirklich einer hinsetzt. Also das war halt wirklich so der Minimalaufwand. Und thematisch, naja, es ist halt eine weitere linke Partei. Also mich gruselt es da schon, wenn so jemand den Satz sagt, naja, wir haben ja alles genug, alles ist da, weißt du, alle könnten damit leben. Mhm. Wunderbar. Also es ist für mich doch ein bisschen sehr vereinfacht und vor allem klingt das doch sehr hart nach Kommunismus. Also wir müssen halt einfach nur alles mit allen teilen. Dann wird jeder glücklich. Ja, ich hatte eher so den Eindruck, dass er ein Seminar bewirbt und nicht sich selbst für diesen EU-Posten. Ja, das stimmt. Vor allem, weil es jetzt noch hieß, von wegen, ja, wir bieten Meditation an und so. Ja, es klang, also irgendwie war da das Thema Europa. Hat er überhaupt einmal Europa oder Wahl gesagt? Ernsthaft?
Ich glaube, es wegen Frieden in Europa schaffen oder so. Das war, glaube ich, so der einzige Punkt, ganz kurz. Ja, okay. Ja gut, also, ich glaube, mehr haben sie auch nicht anzubieten. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Also ist jetzt nicht eine ernstzunehmende, zu wählende Partei auf jeden Fall. Wenn die schon nicht mal sagen, ja, stimmen Sie für mich, machen Sie Ihr Kreuz dort. Solche Sachen. Also einen Aufruf zur Handlung. Ja, stimmt eigentlich, ja. Also ich meine, das ist ja das Elementarste an der Werbung. Der Aufruf zur Handlung. Ja, was sollst du machen? Ja, dich wählen. Aber es hieß einfach nur, ja, komm zu meinem Seminar. Oder so. Vielleicht machen die das schon jahrelang. Das ist ihr bester Werbespot. Gott, alles schon sehr eigen. Ja. Aber ich hatte bis jetzt viel Spaß trotz allem. Und ich hoffe, die Zuschauer auch. Und dann sehen wir uns gleich wieder zum zweiten Teil. Bis dahin. Tschüss.